machen wollen. Ja. Das richtige Entscheiden, das richtige Tun. Da ist immer sowas, was immer suchen wird nach diesem ganzen Gelassenen und alles ist gut und ja. Dass man ständig mitfühlend ist. Ja. Und jeden akzeptiert, so wie er ist. Also ist man, fühlt man sich dann immer selber so schlecht, dass es nicht gelingt. Mhm. Für die Wut, für alles. Ja. Also denkt man, man muss noch mehr geben. No. Ja. Es ist so anstrengend. Genau, es ist so anstrengend. Das sehen Sie, ja. Ja. Und dass es einfach aber so auftaucht, was auch immer da auftaucht. Und es wird wahrgenommen und gefühlt. Und genau so, wie es einfach auftaucht. Also da gibt es in diesem Sein, in diesem Dasein, da gibt es kein besser oder schlechter. Kein, wohin wir kommen sollen. Da gibt es einfach kein Ziel. Weil jedes Ziel setzt eine Zeit voraus. Das setzt voraus, dass es jetzt hier im Moment nicht gut ist und irgendwann kann es gut werden. Aber es ist gut hier, so wie es ist. Und ich kann dir darüber gar nichts sagen, weil ich kann einfach nur sagen, dass ich bin, dass hier einfach Leben ist, worüber ich nichts wissen kann. Der Verstand weiß ganz viel. Der hat ganz viele Ideen, wie es besser wäre, wohin wir kommen sollten, was es zu verändern gäbe. Der hat viele tausend Ideen. Aber hier sein, und das ist eben der Unterschied zwischen Denken und einfach Sein, da ist es immer gut und immer genug, also immer satt. Hier im Moment ist die Erfüllung. Die Gedanken geben uns das Gefühl, nein, es reicht nicht aus. Ich habe nicht genug Geld, ich bin nicht gesund genug, meine Partnerschaft ist nicht so schön. Wir möchten so vieles verändern und es macht wieder unzufrieden, weil es jetzt nicht gut ist. Aber wenn diese Gedanken nicht geglaubt werden, wenn wir denen mal nicht hinterhergehen, sondern versuchen nur hier zu sein, zu spüren, einfach zu sein. Und da hilft uns auch der Körper, weil da sind Empfindungen im Körper und wir können hier spüren, was jetzt im Moment da ist, was wir empfinden. Und dann können wir den Atem wahrnehmen. Und wir können sogar über den Körper hinaus wahrnehmen. Und dann sind wir schon wieder hier. Und immer wenn wir hier sind, können wir glücklich sein und satt sein. Ich kann das nicht beschreiben, dass tatsächlich, wenn wir hier sind, dass hier die Erfüllung ist und die hat nichts mit Geld zu tun. Natürlich ist es schön, wenn wir Geld haben, weil das ist die Welt, gell? Da gibt es einfach dieses Tauschmittel von Geld und von Materie, die eben auch zur Welt gehört, Körper, Materie. Aber es gibt auch eine Erfüllung, die hat gar nichts mit Materie zu tun. Die können wir einfach nur wahrnehmen, weil wir sind. Einfach zu sein ist die totale Erfüllung. Und mehr geht gar nicht. Und wir können das jetzt im Moment ausprobieren und testen, ob das stimmt. Nimm einfach das, was jetzt gerade im Moment hier ist, im Körper, egal was für eine Empfindung, ob die angenehm ist oder unangenehm, nimm sie einfach wahr und schau mal, ob es dir gelingt, vom Verstand, von den Gedanken, was der Verstand darüber sagt, wegzukommen und wirklich ins Erleben, ins Spüren reinzufallen und einfach im Moment anzukommen, einfach zu sein mit dem, was gerade ist.
Und auch daran nicht festzuhalten. Einfach nur zu sein. Und dieser Körper ist mit Sinnen ausgestattet, mit Fühlen, mit der Haut. Wir können fühlen, wir können tasten, wir können sehen mit den Augen, hören, schmecken, riechen. Das heißt, wir können die ganze Vielfalt des Seins wahrnehmen. So ein Reichtum. Wir können uns sehen, wir können Blumen sehen, Farben sehen, Gerüche wahrnehmen, schmecken. Das ist alles ein Ausdruck des Seins, wie es sich zur Verfügung stellt, wie es sich verschenkt jetzt im Moment. Kam so ein Impuls, gerade wenn es Schmerz auftaucht oder Unwohlsein oder eine Krankheit, dann, ne, dann ist ja so ein, dann wollen wir erkennen, was dahinter, dann wollen wir, ne, dass es besser wird und so. Und ich kenne das auch, dass dann, ja, dass dann manchmal so ein, wenn ich das sein lassen kann oder so gar nicht beachte vordergründig, dass dann auf einmal so irgendwas auftaucht, ein Impuls, Erkennen stattfindet, wie man so sagt. Ne? Ja. Und am Anfang, als es dann mit dem Satsang, als ich das so mitbekam, dann war dann so, dann dachte ich, auch das darf nicht sein. Das muss ja immer jetzt leer sein. Das war so, so dieses Erkennen und Erkennen kann so sein und so sein. Ne? So, so dieses, dass ich mir Druck mache, ich möchte jetzt erkennen und dann frage ich mich und dann kann sein, dass ein Impuls kommt, kann aber auch sein, nicht. Ja. Ja, und das andere kann sein, dass einfach, wenn ich das sein lasse, dass dann einfach, woher auch immer, von allein das auftaucht. Genau. Ne? Dass ich das gar nicht irgendwie, ein Erkennen kann auch ein Tun sein. Absolut. Also, ne? Und Erkennen kann auch ein sein, dass es einfach geschieht. Alles, so. Alles ist möglich. Ja. meine Erfahrung ist, dem Leben gestatten, dem Augenblick zu gestatten, dass es sich so ausdrücken darf, wie es sich eben ausdrückt. Einmal ist ein Erkennen da, einmal ist vielleicht der Impuls da, auch ich möchte da genauer hinschauen. Und ein anderes Mal einfach nur ein Spüren und mit dem Schmerz sein. Und ein anderes Mal vielleicht ein Erkennen darüber, was auch immer. Für mich gibt es da keine Bedingung und kein Druck, du musst jetzt so und so oder Schmerz, damit musst du etwas machen oder du darfst damit nichts machen. Alles, alles ist erlaubt und alles taucht in dieser Präsenz, in diesem Augenblick jetzt gerade auf. Der eine hat diesen Impuls zu tun, der andere einfach nur zu fühlen und der andere übergeht das alles. Wie auch immer. Alles ist ein Ausdruck von diesem einen. Da ist einfach so dieses, was ich mitteilen möchte, die Erfülltsein im Augenblick. Es ist sehr schwierig, das mitteilen zu können, weil also der Verstand kann das nicht erfassen, weil es so einfach ist. Der kann es nicht glauben, dass jeder Augenblick an sich schon erfüllt ist und wirklich gut ist. Das ist unbegreiflich und dass es dafür eigentlich nichts braucht. Wirklich nichts braucht, nur zu sein. Das ist viel zu billig, viel zu einfach.
Wir wollen was tun und wir wollen irgendwo hinkommen. Wir wollen etwas erreichen. Und diese Gedanken resultieren alle aus diesem Gefühl von Mangel, von Trennung. Also von ich, dass ich mich getrennt fühle, dass ich glaube eben, ich bin dieser Körper, diese Person und damit geht einher, mir fehlt etwas. Und unfassbar, dass hier dieser Reichtum ist, diese Erfüllung. Und da ist so eine Freude, wenn der Augenblick so sein kann, wenn das Leben sich so ausdrücken kann, so ungehindert, so hemmungslos. Einfach so, gerade so. Auch einfach, dass wir jetzt so hier sind. Gell, es braucht gar nichts. Wir haben den warmen Tee hier, wir sind zusammen, ein schöner Raum, mehr braucht es nicht. Und wir können einfach nur wahrnehmen. Und jeder kann für sich selber wahrnehmen, was hier ist. Und jeder wird es auch anders wahrnehmen, wie es ist. Und trotzdem können wir jetzt gerade im Moment gleichzeitig diese Energie, diese Präsenz wahrnehmen, die da ist, die sich wie so ein Feld hier zeigt. Und nicht nur hier, ich begrenze es nicht nur auf diesen Raum, diese Energie, sondern überhaupt, dass sich damit ein Feld eröffnet, weil jetzt Menschen zusammen sind, die einfach Interesse dran haben, hier zu sein, präsent zu sein und sich auf dieses Sein ausrichten. Ich erlebe es zurzeit immer wieder. Ich habe gerade Situationen, wo ich wirklich gar nichts mehr weiß, was ja noch natürlich ist, kenne ich ganz gut, aber es zeigt sich irgendwie gerade verstärkt noch mehr in meiner Wirklichkeit. Und da ist so eine Freude da, da tanzt manchmal hier so die Zellen voller Lebendigkeit, weil es so klar ist, es einfach nur hier sein und da weiß ich nichts, ich weiß es einfach nicht. Ich bin nur da und erlebe, wie prickelnd dieser Moment ist, dieses Sein, wie ein Tanz von Energie, einfach nur so vibrieren, so. Und ich kann das gar nicht, ich kann es ja gar nicht mitteilen, was soll ich sagen, wie ist es hier? Wie ist sein? Ich kann es nicht mitteilen. Ich kann nur sagen, find's heraus, sei und du bist ja schon. Und vielleicht passiert dir manchmal sowas wie ein Reinfallen in diesen Moment, selbst wenn er so unangenehm ist oder schmerzhaft ist oder vielleicht auch gerade enttäuschend ist. Wenn so eine Bereitschaft sich auftut, mit dem sein zu wollen, gerade sein zu können, mit dem, was gerade hier ist. Bei mir ist es so, ich hatte im Juni letzten Jahr so eine ganz tolle Erfahrung, mehrere Tage lang, wo es war so, als saß ich vor dem Frühstück und habe Mantren gesungen. Ja. Und habe einmal so was auf mich drauf geguckt. Voller Liebe, yeah. So dass ich total geweint habe. Yeah. Das war tagelang, ich bin in der Natur, jedes Blatt war schöner als das andere. Es war so richtig, ich habe aufgewaschen, das Spülwasser war das Schönste, was ich je gesehen habe. Yeah. Und dann ging das wieder weg. Yeah. Und ich so, ich finde es halt immer wieder, es ist immer dieses, ich warte immer auf dieses, so dass man sich, ich sehe so eine Vorstellung, ich merke das auch, selbst yeah. Wenn ich keine Gedanken habe, dass yeah. Man sich auflöst. Ich yeah. Ist immer so ein Wort auf dieses
Ja. So weg sein irgendwie. Ja, genau, du sagst es, so ein Wegsein. Eigentlich geht es nur darum, dass etwas wegfällt. Und der Verstand gibt uns das Gefühl, dass er uns was hinzufügen will. Der glaubt immer, er muss diesen Augenblick noch, diesem Augenblick etwas hinzufügen. Uns fehlt etwas, wir müssen irgendwie noch besser werden, wir müssen größer werden, wir müssen toller werden, attraktiver werden, wir müssen irgendwie bewusster werden und bla bla. Es muss immer noch etwas erreicht werden. Aber genau das Gegenteil. Wie du sagst, eigentlich müssen wir nur verschwinden. Und selbst wir müssen nicht mal verschwinden, weil wir sind ja gar nicht da in Wirklichkeit. Es ist so ein Paradox, dass dieses leere Dasein die totale Fülle ist. Und mit Verschwinden, was du gerade sagst, eben nur diese Gedanken, die da geglaubt werden, dieses scheinbare Ich, das kann einfach wegfallen. Oder gesehen werden, dass es tatsächlich nur ein Gedanke ist, nur ein Gefühl. Und dann ist einfach das, was ist. Vorher ist vielleicht Tee trinken. Ja, das reicht nicht aus, nur Tee trinken. Wir wollen immer mehr, das muss noch besser sein. Aber dann ist Tee trinken einfach Tee trinken. Also erfülltes Tee trinken, das kann ich gar nicht erklären. Es ist einfach das, was ist. Und darin liegt es, dieses Mysterium. Es ist dieses Ankommen hier, jetzt, im Augenblick, in dem, was ist. Kannst du zu dem was sagen? Einfach gesagt wird, so, ne, ich kann das Leben mitschöpfen, ich bin ja Schöpfer des Lebens, und es hört sich ja sozusagen dann widersprüchlich an. Ist es widersprüchlich oder ist es ein Teil dessen, auch des Ganzen? Oder, ja. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, da erlebe ich, dass das Leben geschieht, dass es von selbst geschieht, was und sich in jedem Moment total kreativ ausdrückt und sich quasi schöpferisch zeigt. Und dass es eben auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass eben hier Körper sind und das Sein benutzt ja diese Körper. Es braucht ja eine Form, um sich schöpferisch ausdrücken zu können. Und wir sind es natürlich alle. Wir sind diese Schöpfer, aber es ist klar, dass da ja niemand drin sitzt in diesem Körper. Das heißt, Leben drückt sich aus, kreativ und schöpferisch, in jedem Augenblick. Und es scheint, als würden wir das tun und uns schöpferisch zum Ausdruck bringen, aber es ist immer eben der totale Ausdruck des Seins, des Lebens selber. Also wenn du Impulse hast, du möchtest das und das tun und kreieren, dann tust du es, wenn der Impuls auftaucht. Du gibst dem einfach nach. Vielleicht hast du das Gefühl, ich tue das, ich bin jetzt schöpferisch tätig. Aber in Wirklichkeit ist einfach dieses Sein, was sich in dem Moment eben kreativ ausdrückt. Verstehst du es? Wenn scheinbar dieses Ich vorhanden ist, hast du das Gefühl, ich tue das. Also das quasi, ich habe jetzt
dieses Glas in der Hand und ich trinke jetzt oder ich spreche. Ich weiß jetzt, dass hier das alles geschieht, dass jede Bewegung geschieht, dass hier Worte gesprochen werden, dass hier einfach niemand ist, der das tut, aber es geschieht hier. Und es geschieht hier spontan. Jemand anderer sagt nur dazu, ich tue das. Natürlich sage ich auch, ich trinke ein Glas Wasser. Aber ich weiß, dass da niemand ist. Und deshalb, wenn diese Impulse da sind, dann tun wir die, denen geben wir nach, ist ja völlig klar. Der weiß, dass da niemand ist, der weiß einfach nur, es geschieht und der andere glaubt, dass er das tut. Aber es ist immer diese eine Kraft, die sich zum Ausdruck bringt, Leben, einfach Leben selber. Und nur weil klar ist, dass hier niemand ist, bleibe ich ja hier nicht auf dem Sofa sitzen und tue nichts mehr, sondern ich schaue einfach zu, wie sich diese Energie kreativ ausdrückt und da ist so eine Freude da, das mitzuerleben, wie die sich ausdrückt. Und wenn eben diese Vorstellungen wegfallen, dann kann ich wirklich nur staunen, was für ein Potenzial da ist und wie ungehindert diese Energie fließen kann. Unfassbar. Was mein Verstand, der ja sehr begrenzt ist, sich oft gar nicht vorstellen kann, was alles möglich ist. Ja, das ist so. Viele Jahre immer so geglaubt, irgendwas stimmt mit mir nicht, bin ich richtig. Ne? Das ist immer so, das war immer der Satz, da wusste ich von Satzsagen noch nichts. Ja. Oh, ich will einfach nur sein, ich will einfach nur sein. Ne? Und dann, so, und da, ja, weil das, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Ja. Ich muss da irgendwie, oder es, ne, es wird gesagt und man hört und man liest, ja, aber ich muss doch meine Schöpferkraft, in meine Schöpferkraft kommen. Ja. Ich muss doch was tun, damit ich... Ja. Ne? Und das ist... Eben, das ist jetzt Druck, gell, dann bin ich auf der Suche, oh Gott, ja, was soll ich denn tun? Das haben ja auch viele Menschen, die glauben, ich muss meine Berufung finden. Okay, was ist meine Berufung? Da findet ja ganz viel Druck statt und Spannung statt. Was ist es? Aber einfach nur zu sein, wie du sagst. Und dann, wenn ich mich einfach lasse, sein lassen kann, dann entsteht Raum. Und erst wenn mal Raum entsteht, in dem ich einfach nur mal bin, kann ich beobachten, wie vielleicht mal mein Blick in eine Richtung geht, wo ich noch gar nie hingeschaut habe, weil ich das gar nicht erahnen konnte, weil der Verstand das gar nicht wissen konnte. Ich möchte einfach immer wieder darauf hinweisen, es gibt einen Unterschied zwischen Leben, das hier im Moment stattfindet. Jeder Augenblick, hier ist Leben. Mit hier meine ich einfach nur zu sein. Und im Gegensatz dazu der Verstand, der denkt mit Vorstellungen und eben durch das Denken entsteht die Zeit von Vergangenheit und Zukunft und wir sind dann nicht mehr hier. Und wenn wir uns im Denken befinden oder halt einfach nur in diesen permanenten Gedanken, und ich meine jetzt nicht der Verstand, der einfach uns zur Verfügung steht, wenn wir jetzt in der Arbeit sind oder miteinander reden, sondern ich meine dieses fortlaufende, wiederholende Denken. Dass es anstrengend ist und es fühlt sich einfach tot an. Das ist langweilig. Und es ist unkreativ. Da findet einfach nichts statt. Da wissen wir schon, was morgen ist. Wir wissen schon, wie unser Leben weitergeht. Wir haben schon gar keine Lust mehr, daran teilzuhaben, weil wir wissen ja schon alles. Aber das Leben hier, das können wir nicht wissen, weil es immer spontan ist. Also und hier ist Raum, unendlicher Raum, wo sich das Leben hier entfaltet. Und das ist immer frisch und neu. Das heißt, hier kann plötzlich etwas auftauchen, wo ich noch gar nicht gewusst habe, dass ich dafür Interesse habe oder Begabungen habe. Ich habe immer so eine große Angst in mir. Ich bin ständig angespannt.
diese Angst, dieses Leben zu vertrauen. Ich komme da irgendwie nicht ran. Ja. Ich merke das ja, weil ich immer mehr als bisschen meinen Körper beachte und bewusster werde. Ja. Ich sitze auf der Couch ja. und merke, wie ich beim Liegen hier und hier angespannt ständig so richtig diese, ja. so eine Angsthaltung. Ja. Ich will einfach dieses Vertrauen können. Wunderbar, was du sagst, dass wir, genau, und das ist so schön, zuerst einmal mitzukriegen, schau, und das ist auch jetzt gerade im Moment, kannst du mitkriegen, boah, ich bin so angespannt, der ganze Körper ist angespannt. Und das ist völlig normal, wenn wir glauben, ich bin dieser Körper, dann ist der angespannt. Wir haben in bestimmte Muskeltonus hier, da wird immer etwas gehalten, weil wir glauben, ich bin dieser Körper. Ich muss mein Leben halten. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Das erfordert Spannung. Und das ist schön, wenn du mitkriegst, hier ist Spannung, hier ist Anspannung. Einfach nur mal das mitzukriegen, zu spüren. Weißt du, und dir selber zu gestatten, das einfach mal wahrzunehmen. Und du kannst jetzt gerade mit dem Atem einfach nur da sein und diese Spannung wahrnehmen. Und vielleicht sogar mit dem Atem noch mehr reinzugehen, nicht nur an der Oberfläche bleiben und in diese Anspannung wie hinein entspannen. Als würdest du wirklich Raum einnehmen in dieser körperlichen Anspannung. Du füllst dich richtig aus in dieser körperlichen Anspannung. Du bist zum ersten Mal da und nimmst wahr, wie sich körperliche Anspannung anfühlt. Wow, das ist ein Abenteuer. Du weißt nicht, wie es ist. Was du bisher weißt, ist nur Denken. Und jetzt darfst du es einfach mal wirklich spüren, wie ist körperliche Anspannung. Und das ist Hiersein. Das ist total lebendig. Also muss es nicht, sag ich jetzt mal, sich entspannen. Das ist bei mir auch so. Ich warte immer auf dieses, das ist halt entspannend dann. Nein, spür mal jetzt die Anspannung. Versuch mal wirklich, du musst die Erfahrung selber machen. Versuch nur mal die körperliche Anspannung zu spüren. Jetzt alles wie vibrieren. Schau, und das ist es. Plötzlich spürst du ein Vibrieren. Und Vibrieren ist Leben. Und wenn die körperliche Anspannung da sein darf, wenn ich mit meiner Präsenz, mit meiner Aufmerksamkeit da bin, dann geschieht da etwas. Die kann sich nicht ewig halten, diese Anspannung, weil die darf ja sein. Da passiert etwas in dir, da geschieht plötzlich Raum, tut sich auf. Und wenn du immer noch da bist, könnte es sein, dass du gar nicht weggehen willst von dieser Wahrnehmung. Dass du merkst, oh ja, da ist so ein Kribbeln oder so ein Vibrieren oder da ist etwas, das fühlt sich lebendig an, nicht tot, auch wenn es immer noch Anspannung ist. Und wenn du anfängst, da noch mehr Raum einzunehmen, du bist einfach da. Du bist hier, im Moment hier. Einfach mit dem, was ist. Und es könnte sogar sein, dass du anfängst, noch tiefer zu gehen, als könntest dich noch mehr ausbreiten und ausdehnen und Raum einnehmen und tiefer gehen in dich selber.
Und irgendwie fühlt sich das vielleicht lebendig an. Und es könnte sein, dass du anfängst, dich zu verlieben in das, was da ist. Da ist Leben. Da ist einfach Leben. Irgendwas Pulsierendes. Und das ist Zuhause sein, Dasein. Einfach sein. Und es spielt keine Rolle, ob da Gedanken da sind oder nicht. Die können da sein, warum nicht? Es kann eine Anspannung da sein, es kann ein Schmerz auftauchen. All das ist hier willkommen, weil das ist Leben. Dieses Leben, diese Offenheit lässt einfach alles hier sein, ohne Wertung. Das schließt nichts aus. Und der beste Beweis ist in jedem Augenblick, dass du es wahrnehmen kannst, dass das Leben alles hier sein lässt. Eine Anspannung, ein Schmerz, ein körperlicher Schmerz, ein seelischer Schmerz. Wut lässt es da sein, Enttäuschung, Tränen, Freude, Liebe, Berührung, Verlust. All das darf hier sein, weil diese Offenheit schließt einfach nichts aus. Nichts. Du darfst hier identifiziert sein mit dem Körper. Du darfst dich getrennt fühlen. Und diese Offenheit, dieser Moment, hat keine Idee, dass daran etwas Falsches ist. Das ist einfach Sein, Einssein. Und um das zu erleben, müssen wir nicht viele Aus- und Weiterbildungen machen. Wir müssen da nicht irgendwo hingehen, um das zu erleben. Wir müssen nicht irgendwie besonders intellektuell sein. Wir können das immer und überall machen. Im Bett, im Zug, wenn wir auf der Reise sind, mit Freunden, allein. Wenn wir krank sind, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir gerade verliebt sind, in jedem Moment können wir diese Erfahrung machen von jetzt, hier. Und das Leben gibt uns eben in jedem Moment diese Gelegenheit. Es ist immer hier und sagt, schau, so ist es gerade. So, einfach so. Und du brauchst es noch nicht einmal benennen, einfach nur sein. Diese Lebendigkeit wird sich nie verlassen, weil die kann nirgends, die kann nicht weggehen, weil sie ist alles. Sie ist diese Stille, diese Leere, die sich erfüllt als jeden Augenblick, als die Welt, als dich und als mich. Als alles erfüllt sie sich.
Und weil es keine zwei gibt, was die Non-Dualität aussagt, kann sie nicht weggehen von sich selber. Deshalb ist sie immer hier, ist diese Lebendigkeit, diese Erfüllung immer hier. Und ich kann nur denken, sie ist nicht hier. Mir fehlt etwas. Das kann ich nur denken und mir einbilden. Manchmal komme ich so in diesen, schon in diesen Geschmack, dass nicht wirklich was passiert. Also, wenn ich, das war heute früh, habe ich einen Vogel singen hören. Und das ist so, es fühlt sich so an wie so ein Kreislauf. Das irgendwie in sich selber wieder, als singt er in sich selber. Es ist so, es ist immer so wie, ja, es, dann, dadurch kommt dann so dieses Erkennen, dass nicht wirklich was passiert. Es wird immer wieder sich selber einfach nur passieren, ja. So, wie so eine Spirale. Ja. Ja. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur, gell, das ist es hier, der Moment, gell, sonst gar nichts. Gell, man kann es gar nicht erklären. Unfassbar, dieses Wunder von Sein, von jetzt hier. Kann man jetzt mit diesem, in diesem Körper was dafür tun, dass dieses Erkennen geschieht? Ich weiß nicht, ob ich das sonst tun. Schau, sei einfach, so wie du es gerade erfahren hast für einen Moment. Einfach nur sein. Dieses, was kann ich tun, scheint schon wieder dich wegzubringen von dem, was gerade hier ist. Lass diese Frage auftauchen, was kann ich tun? Und lass sie einfach wieder hier zurückfallen. Es ist so klar, der Verstand möchte immer mithelfen und sagen, okay, was kann ich tun, um jetzt diese Erfüllung mitzukriegen? Genau. Und der kann nichts tun, weil er ist ja das Problem, dass der quasi wie weggeht. Und das lässt uns ja leiden, weil wir quasi wie weggehen von jetzt. Und indem du einfach gerade siehst, jetzt taucht diese Frage auf, lässt du sie wieder hier abtauchen. Hab einfach Verständnis dafür, dass er es nicht finden kann. Und das muss er auch gar nicht. Dann darf diese Frage wieder hier abtauchen. Bring sie einfach wieder hierher. Und versuchst einfach wieder da zu sein. Aber du kannst es gar nicht versuchen, weil du bist ja schon da. Es erfordert einfach gar nichts, weil wir sind ja schon. Wir können nicht mal versuchen zu sein, weil wir sind schon sein. Genau, selbst wenn ich oft, wenn ich selbst im Moment bin, wie gesagt, und selbst gar keine Gedanken da sind, es ist immer was versucht. Also irgendwie so abscannt und sucht und du. Und genau, und dann jetzt im Moment kannst du mitkriegen, da sucht was. Ja. Da ist was, was sucht. Selbst das sind ja schon, was jemand war, ne? Genau, das nimmt, und das ist Bewusstsein, wo wahrnimmt, ah, da sucht jemand was. Das würde ich ja nicht wahrnehmen können, ja. Genau. Da musst du jetzt gar nicht hinterhergehen. Okay, dann lass den suchen. Aber du bist da. Das, was wahrnimmt, ist hier. Es geht nicht weg. Ich komme auch immer mehr näher zu diesem Nicht-Bewerten. Also, das Nichts ist was bewertet. Das auch, komme ich oft früher. Selbst wenn ich wirklich ganz böse Gedanken habe, sage ich mal. Ich komme da immer mehr. Sonst wären die nicht da. Da ist nichts, was mich da bewertet. Würde ich ja die Hölle aufmachen oder irgendwie sowas. So weit geht es manchmal. Das ist ja richtig. Nichts ist was bewertet. Nein, dieses Sein, was wir sind,
das will nichts von uns. Das will uns nicht irgendwo hinbringen. Das bewertet nicht. Das sagt nicht, wenn du das und das machst, dann habe ich dich lieb. Oder ich belohne dich, wenn du so und so bist. Schau, wie die Sonne. Die Sonne scheint einfach. Ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter, die warmt dich. Die schenkt dir dein Licht, ihre Wärme. Und es tut die Tag ein, Tag aus. Das macht die über alle Länder. Ob die Menschen gerade Krieg führen oder nicht, die scheint einfach. Die verschenkt sich einfach ihre ganze Energie. Die kann gar nicht anders und die weiß es noch nicht mal, dass es tut. Die ist einfach. Und so sind wir auch, das Leben. Bedingungslose Liebe ist es. Einfach so. Manchmal noch so oft auch so schwer, kommt mir gerade so mit der, dieses, die Perfektion in allem zu sehen. Also ich auch bei dir zum Beispiel, gut, wahrscheinlich auch wieder irgendwie auf der Kinderstation, ne? Kindern zusammen. Was eben manchmal dann so sieht, wenn eben ein Kind Schmerzen weint oder allein gelassen wird und die Eltern nicht kommen und solche Sachen eben dann ist, klar, bestimmt auch wieder der Verstand, aber das versteht nicht, dass das genauso in Ordnung sein kann. Ja. Wenn wir eben mit dem Verstand, das heißt einfach mit dem Verstand betrachten, der eben alles aufspaltet in gut und schlecht, dann ist es einfach so, dass wir sehen, wenn da ein Kind weint, dann haben wir das Gefühl, das ist nicht richtig oder das braucht etwas und wir möchten dieses Gefühl weghaben. Wenn wir aber mit einem offenen Herzen betrachten und quasi nicht mit dem spaltenden oder trennenden Verstand betrachten, einfach nur sehen, dann ist da gar nichts. Dann gibt es da keine Geschichte dazu. Ich kann das jetzt nicht, ich kann dir nur die Idee davon geben oder einen Geschmack davon geben. Vielleicht, ihr kennt es sicher alle, Augenblicke, wo der Verstand einfach nicht da ist, wo ihr euch verliert im Tun, das heißt beim Kochen oder im Garten oder beim Singen oder egal, oder auch am Computer. Ihr tut etwas und plötzlich fällt der Verstand weg, du verschwindest, du verlierst dich darin oder im Tanzen und du bist für einen Augenblick nicht da. Und da geht diese Handlung, was da geschieht, die geht ja weiter. Das hört ja nicht auf. Da ist quasi die vollkommene Präsenz da. Nur dieses Denken steht dir nicht zur Verfügung. Also da ist kein trennendes Denken da. Kein urteilendes Denken. Kein Kommentar da. Also es ist vollkommen frei von Geschichte. Und darin liegt die Freiheit und die Zufriedenheit und die Erfüllung. Wir können quasi einfach nur da sein und betrachten, ohne Denken, ohne Verstand. Und dann ist es wie ein leeres Betrachten. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr manchmal einfach so sitzt und so aus dem Fenster blickt. Und irgendwie ist es dann so ein Schauen und der Verstand ist wie ausgeschaltet. Es wird so richtig still und weit und einfach nur schauen. Du hast nicht mehr das Gefühl, ich schaue, ich tue das und ich sitze hier, sondern einfach nur schauen, sitzen.
Du schaust nach draußen, siehst vielleicht Verkehr, aber da gibt es nicht diese Geschichte dazu, oh wow, wie viel Verkehr ist heute und das ist Umweltverschmutzung und ist nicht gut, sondern einfach nur schauen. Also völlig ohne Geschichte. Und das ist einfach nur sein. Und dann kommt der Verstand dazu und der weiß etwas darüber. Und das ist auch okay, weil auch der Verstand darf da sein. Aber wir können sehen, dass die Qualität sich verändert. Dass sich da manchmal etwas wie dazwischen schiebt. Wie noch eine Welt dazwischen, wie ein Schleier, durch den wir dann betrachten. Und wir nehmen etwas wahr, was nicht wirklich ist. Wir nehmen dann etwas wahr, was wir eben durch diese Gedanken, durch diese Vorstellungen wahrnehmen, was aber nicht der Wirklichkeit entspricht. Das kann sein, ich bin vielleicht im Moment traurig oder enttäuscht und dann blicke ich nach drüben und sage, diese Menschen da drüben sind traurig und enttäuscht und ich kann nicht wahrnehmen, dass die vielleicht gar nicht traurig und enttäuscht sind. Aber weil ich das hier bin, blicke ich automatisch quasi durch diesen Filter von diesen Gedanken, von dieser Wahrnehmung. Und das projiziere ich nach draußen. Und so nehmen wir quasi dann die Welt, das Leben wahr. Wir nehmen nicht wirklich wahr, was ist, fast nie. Sondern wir schauen immer wie durch einen Filter, wie durch einen Schleier. Und der Augenblick, der ist vollkommen frei, der ist einfach so, wie er ist. Weil da keine Geschichte ist. Im Augenblick ist keine Geschichte. Mhm. Die Frage, die sehr oft auftaucht zurzeit, gerade mit dem Projizieren, so im totalen Bewusstsein, im Dasein, Gibt es tatsächliche, ich nenne es jetzt mal reine Wahrnehmung, dass ich wahrnehmen kann, was tatsächlich ist, im Raum, bei dem anderen, oder ist es tatsächlich, gibt es keinen, wie man sagt, keinen da draußen, es ist immer, was ich wahrnehme und sehe, ist es immer einfach dieser Filter von mir, oder, das frage ich mich sehr, sehr oft, ja. Wenn diese Grenze von Ich sich immer mehr auflöst, also diese Identifikation, gell, wo ich ja glaube, ich bin der Körper und damit ist ja schon die erste Grenze geschaffen. Wenn du spürst, dass sich das immer mehr auflöst und verschwimmt, dann gibt es kein Innen und Außen mehr. Dann ist einfach nur, dann ist das hier, was stattfindet. Ich habe das mal so erlebt mit dem Körper, dass ich einen Schmerz wahrgenommen habe und ich habe dann immer genauer, also ich hatte keine Körperwahrnehmung, sondern einfach nur, ich habe einen Schmerz gespürt. Und dann habe ich genauer hingeschaut und habe mitbekommen, dass dieser Schmerz einfach nur im Bewusstsein erscheint. Und das fand ich unglaublich spannend, weil der ist einfach nur im Raum aufgetaucht. Schmerz, aber körperlicher Schmerz. Und dann aber hat sich der Verstand dazu eingeschaltet und hat gesagt, es ist ein Knieschmerz, mir tut das Knie weh. Und das fand ich spannend und damit wusste ich ja klar, ich habe Knieschmerzen. Aber wenn der Verstand... Der war für einen Moment still, dann war tatsächlich nur Schmerz im Bewusstsein. Also ich konnte nicht sagen, dass es hier ist. Weißt du, weil diese Grenze nicht da war. Und natürlich, damit wir hier im Leben, im Alltag gut funktionieren, hilft es uns, dass der Schmerz sagt, dass der Verstand mir sagt, das ist ein Knieschmerz.
Und ich kann dann zum Arzt gehen oder ich kann zum Heilpraktiker gehen oder was auch immer ich dann damit mache. Das hilft uns dann. Obwohl die Identifikation nicht mehr da ist. Verstehst du, dann ist Wahrnehmung, die geschieht einfach wie in einem offenen Raum. Und trotzdem gleichzeitig kann auch der Körper wahrgenommen werden. Also was hier stattfindet, im Körper. Im Körper und gleichzeitig auch einfach in diesem Hiersein, was hier jetzt im Moment stattfindet, dass hier ein Geräusch ist. Ist einfach auch hier. Oder ein Licht, oder? Aber da gibt es kein Innen und Außen. Also ich kann jetzt nicht sagen, da ist eine Grenze, sondern es ist alles hier im Moment. Deine Erfahrung dazu, dass alles vorherbestimmt ist, dass nur sowas ist wissenschaftlich. Eben dieses. Vorherbestimmung gibt es immer im Moment. Das ist meine Erfahrung, dass es immer jetzt geschieht. Jetzt im Moment erfüllt es sich als das, was ist. Und natürlich können Gedanken auftauchen, die in die Zukunft gehen, also die sagen, ob sich morgen das einstellt oder nicht, ob das wohl so sein wird oder nicht, aber es ist so klar, dass dieser Gedanke jetzt auftaucht, jetzt im Moment. Und wenn das, was dieser Gedanke beinhaltet, morgen sich erfüllt, dann erfüllt es sich auch nur im Moment. Also die Vorherbestimmung geschieht immer jetzt. Das ist nämlich das, was er dieses Ich so aufrechterhält. Ja, morgen, also früh gehe ich erst zum, mache ich das oder mache ich das? Wenn es dann wirklich so geschieht, also sofort denkt man dann, ja genau, hast du ja gesagt. Also, ja, und dadurch kommt dieser Gedanke, also dieses Gefühl, ich kann was machen, und dadurch schon diese Enge. Diese Angst, das eben falsch zu machen. Ich merke schon richtig, dass das schon die Kette ist. Ja. Das ist ein Gedanke nach dem anderen. Genau, reihen sich aneinander. Du beziehst sie auf dich und glaubst, das bin ich. Und da spielt ja die Zeit mit rein. Eben, irgendwann habe ich angefangen zu existieren. Irgendwann starb ich, also dieser Körper. Und auf dieser Zeitachse bewege ich mich. Das heißt, ich glaube, ich kann die Zukunft beeinflussen. Ich kann dafür was tun. Und deshalb muss ich mich jetzt dafür anstrengen, damit sich irgendwann dann etwas einstellt, was ich mir wünsche, oder damit sich das, damit die Zukunft besser wird oder wie auch immer. Aber das alles resultiert nur aus Gedanken. Nur Gedanken. Und Gedanken, die haben keine Substanz. Gell? Da, Gedanken sind an sich leer. Es ist Zufall, wenn es dann auch so wird. Ja, weil alles geschieht jetzt. Ich habe also ich nehme meine Gedanken wahr und meine Gefühle, also auch jetzt habe ich sehr, war ich sehr intensiv, habe mich auch sehr geweitet. Ja. Und wo ich im Moment sehr dran bin, ist zu schauen, also ich sehe, was ich denke,
auch in dem Moment und die Kette. Aber ich, also der Moment wird bei mir immer kleiner. Das Jetzt wird immer kleiner, immer subtiler. Aber ich sehe noch nicht, deswegen bin ich gerade auch hierher gekommen, was der Gedanke ist. Also diesen kleinen Moment, ja. den kann ich, da bin ich noch nicht wahrnehmend genug zu sehen, weil der Gedanke ist schon da. Ja. Aber wo kommt der her? Das finde ich gerade total spannend. Also dann gucke ich und ich, also meine Gedanken verfolgen und so. Ja, das, darum geht es jetzt gar nicht, aber, sondern das geht so schnell. Wo ist dieser Ursprung? Ne? Und natürlich kann ich da irgendwann, dann sehe ich auch eine Verbindung mit einer Empfindung oder mit einer Farbe oder so, das sehe ich alles. Mhm. Aber wo kommt der her? Das ist eine gute Frage. Ja, das finde ich so. Das, aber das geht so schnell, ich rede ja auch nicht von Sekunden oder Millisekunden, sondern das ist noch viel, viel, viel kürzer. Ja, weil der Moment wird ja immer kürzer und dadurch auch immer länger. Und das finde ich gerade, und dann habe ich schon wieder verpasst. Und dann ist es wie so ein Experiment. Und wo kommt denn dieser Gedanke her? Ja, und dann gibt es ja auch oft die Gedanken, das hast du ja nur gesagt, die sich dann immer wiederholen, unsere sogenannten negativen Muster. Und dann taucht er schon wieder auf. Und weil ich persönlich kann und ich mache auch nur, ich glaube nur noch das, was ich erfahre selber. Und ich kann die Verbindung mit dem Gehirn nicht wahrnehmen. Bei mir im Moment. Okay, wo kommen die Gedanken her? Das ist der Ursprung. Ja, wo ist der Ursprung? Oder was ist der Ursprung? Oder was? Wo oder was ist der Ursprung? Hast du eine Idee? Na, mir kam eben, mir war eben nur, bei mir gerade jetzt nichts da. Also ich hatte eben einen Moment vom Nichts. Aber in dem Moment, wo ich das erkenne, dass es nichts ist, kam ja schon wieder was. Toll, wow, schön, genau. Aber da kommt bei mir auch, ja, da spüre ich Energie, was ich früher Angst benannt hätte. Ja, ja, da kommt auch so vorlesen, ne? Aber ich finde es einfach mittlerweile nur noch toll. Ja. Spannend. Ja. Und, ja. Also Simon, das jetzt auch nicht erfassen kann. Jetzt. Du kannst nicht. Keine Chance, jetzt zu erfassen, vergiss es. Wenn du jetzt denkst, ist es einfach nur ein Gedanke von jetzt. Aber jetzt können wir nicht erfassen, wir können nur jetzt sein. Und der Verstand versucht immer mitzukommen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, vergiss es. Er kann nur jetzt denken. Und er kann reinfallen ins Jetzt. Und dann sind wir. Und dann, juhu, dann können wir das nicht beschreiben, wie es ist, weil wir sind. Also ich spüre auch, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wo der Gedanke herkommt. Das ist auch... Ja, aber warum nicht? Schaue ich da, weil ich da merke, wie der Moment immer kleiner wird. Und dann, na, ich bin da so am Experimentieren. Ja, das ist toll. Rauszubekommen. Wenn es nur ein Sein gibt, eine Energie, Leere, die sich erfüllt als alles, aber eigentlich leer ist und still. Woher kommt dann der Gedanke? Der allererste Gedanke von ich, woher kommt der? Jetzt falle ich gerade raus. Wo raus? Aus dem Moment. Wie geht das? Indem ich meine Gedanken verfolgt habe. Also ich bin in dem Gedanken geblieben. Ja. Also in den Gedanken, was ich vorhin schon hatte, mir kam gedanklich wieder das Nichts, aber das war nicht gefühlt. Und dann kam mir im Körper dieses Gefühl, was ich als Angst benannt hatte. Und dann konnte ich aber gerade sehen, das war gedacht.
Toll. Weil ich keine Wahrnehmung, ja, kein, toll. Kein wirkliches. Und dann habe ich gemerkt, ich war mit den Gedanken verhaftet und dann dadurch konnte ich nicht wirklich fühlen, diese Frage auch. Ja. Es gibt nur Sein, nur Bewusstsein. Und ein Gedanke kann nur darin erscheinen. Da kommt er her und da geht er wieder. Das heißt, der Ursprung von allem, von Leben überhaupt, ist dieses Absolute, was wir nicht beschreiben können. Das geht nicht. Wir können das nicht erkennen. Also das, was wir total sind, können wir nicht erkennen. Wir können uns selber nicht erkennen. Das Auge Gottes kann sich selber nicht erkennen. Also muss zuerst nichts sein, Stille. Da muss zuerst eine leere Leinwand sein, eine weiße leere Leinwand sein, damit wir dann ein Bild, Farben, Bewegungen erkennen können. Oder? Anders geht es nicht. Und so in etwa kannst du dir vorstellen, woher kommt ein Gedanke und wie ist es möglich, dass wir überhaupt den Gedanke als Gedanke erkennen können. Das geht nur, weil nichts ist. Und das ist im Moment, da merke ich, da komme ich auch wieder aus dem Moment raus, da werde ich verhaftet, weil da kommt bei mir ein Ziel, ich möchte diesen Moment des Gedankens, ich möchte das erkennen und nicht nur als Idee oder Vorstellung annehmen. Weil die Idee oder Vorstellung, die kenne ich. Genau. Die habe ich genug gelesen. Ganz genau. Vergiss es. Sondern du wirst es niemals erkennen können, sondern es geschieht in dem Moment, wo dieses Aufgeben von Erkennen wegfällt. Gell? Der das erkennen will, der ja die Sehnsucht danach hat, was bin ich? Woher komme ich? Woher kommt dieser Gedanke? Woher komme ich? Weil der erste Gedanke ist ich. Das heißt, deine Frage ist eigentlich, woher komme ich? Aus dem Nichts. Ja. Und jetzt find mal das. In dem Moment, wo dieses Erkennen stattfinden würde von dem, was du bist, fällt der Wassertropfen in den Ozean. Und in dem Moment, stell dir vor, der Wassertropfen nimmt jetzt Kontakt auf mit der Oberfläche, mit der Wasseroberfläche. Jetzt gerade noch kann er, das könnte ich sein. Und dann macht er so keine Chance mehr, sich zu erkennen. Er ist schon eins, er ist abgetaucht. Dieses Erwachen, zu sehen, wer du bist, ist der eine Moment. Zu sehen, ich bin das ja alles gar nicht. Ich bin nicht dieser Körper, ich bin dieses Ich nicht, was ich geglaubt habe. Ein Moment, wow, und schon bist du weg. Also dieses, was du da schilderst, wir glauben, wir könnten da was kriegen, ist genau andersrum, es fällt etwas weg. Dieses Erkennen fällt weg und es ist total klar, dass du das bist, was du bist. Und du bist nichts. Aber wie willst du je nichts erkennen? Wie willst du je deine Natur erkennen? Dafür braucht es ein zweites. Und dieses zweite ist zu viel. Weil es wieder nur eine Spiegelung ist, eine Projektion. Und so spielt Bewusstsein eben und spaltet sich auf als dich und mich, als die 7 Milliarden von Menschen und versucht sich ständig zu erkennen als das, was es ist, als ich und als du, um dann wieder in sich selber reinzufallen, in die Einheit und zu sehen, ich bin das, was es selber nicht verstehen kann und sich selbst nicht erkennen kann. Nur sein. Das ist so verrückt. Und total schön. Ich liebe das, obwohl ich das auch nicht, also genau, du sagst total schön, das sind einfach diese Worte, die da gesprochen werden und es geht überhaupt nicht um die Worte, weil die kann man gar nicht verstehen. Aber in dem Moment, wo diese Worte sich ausdrücken, passiert da was. Ich habe, also für mich ist es so, als würden diese Worte wie Seifenblasen platzen und dann bleibt ja nichts zurück. Die geben quasi etwas frei,
einfach nur eine Energie, die ja schon ist, die platzt und da passiert einfach wie so eine Explosion von Energie, die sich verschleudert. Also Leben verschleudert sich, Energie verschleudert sich, berührt sich selber und geht in Resonanz mit dir, mit mir, mit allem und ist lebendig und vibriert und wie ein ständiger Orgasmus, wo sich irgendwie selber belebt und ausdrückt und genau. Ich sehe in deine Augen und ich höre deine Fragen, die du gerade noch gestellt hast und um die geht es überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass da was passiert, gell, dass da irgendwie was in Schwingung kommt, in Resonanz geht und irgendwie ist es einfach schön, obwohl wir gar nicht wissen, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, aber ich sehe dich und ich sehe da mich und ich sehe das Leben und da ist so eine Freude. Grundlos. Das ist einfach der Hammer. Ja. Das, ja. Absolut. Ich rede jetzt mal von der Vergangenheit und nicht im Moment, wie wir angefangen haben heute. Und ich weiß nicht mehr, ob du das warst oder Sabine oder wer das gesagt hatte. Ich hatte heute mein Newsletter für diesen Monat geschrieben, also mein Ziel. Mein ja. Ich habe genau das, was wir die ganze Zeit hier reden und was ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat. Ja. Ich dachte, hä? Was ist das denn? Also es war wirklich ganz genau fast sogar die gleichen Worte. Ja. Wahnsinn. Ja. Und ich weiß, ich habe auch noch nie so ein Newsletter geschrieben. Mhm. So, sag ich mal, ohne Ziel. Ja. Schön. Ich wollte mal kurz eine Geschichte erzählen, oder immer so einen Moment drauf. Ja, warum nicht? Also die Geschichten gehören da auch mit dazu, weil die erscheinen auch jetzt im Moment. Genau. Ich habe nichts gegen Geschichten, nichts gegen irgendwas, weil alles geschieht hier und jetzt. Das ist Leben. Ja. Heute ruhig sind etliche da, aber es ist ruhig. Alle erfüllt. Es gibt ja dann tatsächlich auch keine Fragen. Ich hab gemerkt, ne, so am Anfang so. Denke ich auch, ich möchte jetzt, dass Fragen auftauchen oder irgendwie so, das was, ne, so. Ja. So, irgendwie so. Und dann wurde es immer, ja, es ist so. Was ich nochmal so erlebt habe, ist, mich dann so richtig wie, mein Verstand mich richtig schockiert hat. Das sind zwei Sachen, die so prägend für mich waren. Da habe ich so ein bisschen dieses Wunder vom Leben erkannt. Man möchte zum Beispiel, oder man, was, ich muss mir irgendwas, will mir irgendwas merken, schreibe mir das auf. Bin sehr im Moment, also ein paar Tage lang, und schreibe mir das auf den Zettel, gehe dann irgendwo hin und bin dann wieder, also mit mir, also sehr ohne Gedanken,
sehr im Moment und sehe dann einfach nur diesen Zettel liegen, wo das draufsteht. Ja. Aber ohne diesen Bezug, dass ich das geschrieben habe. Ja. So wie so erschreckend, so wie im Wunder. Man hätte es gar nicht gemacht. Es ist einfach nur da, weil ich das jetzt brauche. Steht jetzt da. So, ich kann damit gar nicht einfach, ich kann damit nichts anfangen. Nicht verstanden. Da habe ich so dieses Wunder. Ja. Ja. Was ich merke, ist, wenn Gedanken eine Wahrnehmung folgen, und ich sage, wow, mein Bauch hat sich jetzt schön entspannt. Hm. Oder Gedanken, anstatt die Wahrnehmung. Mhm. Also das war für mich auch ein bisschen, woher kommen die Gedanken? Mhm. Und dass die einfach eine Erklärung, eine Beschreibung des eines Erlebnisses ist. Mhm. Und wenn sie vorher kommen, bevor wir was erlebt haben, was ist dann? Wenn die Gedanken vorher kommen, bevor wir etwas erlebt haben. Ja, das sind einfach eben diese Wiederholungen, so gewohnte Gedanken. Weißt du, wie ein Ablauf, deren wir nicht bewusst sind. Weißt du, wie eine Kassette abgespult wird. Dass Gedanken auftauchen, die jetzt mit der Wirklichkeit, mit dem, was tatsächlich gerade wahrgenommen wird, gar nichts zu tun hat. Wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich es wahrnehmen. Und kann ich immer mehr unterscheiden, dass es da einen Unterschied eben gibt zwischen Wahrnehmung, was hier im Moment ist, und was Gedanken, was an Gedanken auftaucht, die einfach so ganz oft aus Gewohnheit so auftauchen, gell? Die einfach so da sind, es sind so gewohnte Gedanken. Ist das, manchmal frage ich mich, ist das die Psyche nicht der Ort, wo diese Gedanken sammeln und gespeichert sind? Sicher. Also, weißt du, wenn ich sage, dass die aus dem Nichts, aus dem Sein, aus dem Bewusstsein kommen, dann ist es einfach eine ganz einfache Formulierung oder von dem Sein aus betrachtet, gibt es nur diesen Moment, gibt es nur dieses Sein. Und ich kann sagen, daraus entsteht alles und taucht wieder ab. Aber es ist sicherlich viel komplexer, wenn wir jetzt einfach nur mal den ganzen Organismus betrachten, das sind Speicherungen, gell? Das sind alle Erlebnisse gespeichert. Und da gibt es eben die Zeit. Gell, der Körper ist irgendwann geboren, da sind Erfahrungen gemacht worden in der Kindheit, da sind Programmierungen, Konditionierungen, Verhaltensweisen, da spielen die Gene mit eine Rolle, die Erziehung, all das ist hier abgespeichert, die ganze Psyche. Und dann ist es sehr einfach, wenn ich sage, das kommt alles aus dem Nichts, aus dem Bewusstsein. Das ist einfach die Frage, von wo aus beantworte ich gerade diese Frage. Eben dann ist die Psyche ein Speicher von nicht mehr lebendiges Sein. Ich frage mich manchmal, oder, was Psychologie ist, und stelle mir oft die Frage, ich kriege das aber auch nicht hin. Ne? Ja. Ich würde unterscheiden, wenn ich von diesem Moment spreche,
Gell, wo reines Bewusstsein ist, dann ist es natürlich, dann gibt es da nichts anderes mehr. Da ist einfach nur Wahrnehmung. Ich kann dann auch hier nicht mehr eine Psyche wahrnehmen oder irgendwie einen Körper, der begrenzt ist, sondern da ist für mich einfach nur ein ganz weiter Raum, wo Wahrnehmung stattfindet, so wie ich es vorhin gesagt habe. Aber wenn wir jetzt den Körper, den Menschen als Individuum betrachten, dann spielt da die Psyche eine Rolle. Und dann gibt es da eine Geschichte dazu, die behandelt werden muss. Dann gibt es da Therapie und innerhalb von dieser Geschichte können wir Veränderungen irgendwie bewirken, aber es sind für mich immer nur Verschiebungen. Weißt, die finden auf einer Ebene statt. Ich kann nur hin und her schieben. Das heißt, das habe ich eben damals gemerkt, ich bin ja Therapeutin, ich habe ja an mir gearbeitet, aber ich habe gemerkt, eigentlich verschiebe ich immer nur was, ich fühle mich jetzt besser, ich habe irgendwie gelernt, Nein zu sagen. Gell? Das konnte ich vorher nicht, dann habe ich gelernt, Nein zu sagen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, na und jetzt? Was ist jetzt besser? Okay, jetzt kann ich Nein sagen, aber ich habe immer noch ein Problem, weil ich bin einfach, ich fühle mich identifiziert als diese Person und das ist für mich die absolute Begrenzung. Aber für andere ist das eine ganz gute Erfahrung, die können Nein sagen, die können sich abgrenzen. Und ich habe auch gelernt oder kann jetzt sehen, dass auch das einen Platz hat und in Ordnung ist. Aber aus dieser freien Sicht heraus ist es für mich natürlich eine Begrenzung, weil es an sich gebunden ist. Es scheint wie zwei Ebenen zu sein, gell? Kommt immer darauf an, von wo aus wir jetzt gerade antworten oder sprechen. Also ich fühle mit diesem Gedanken, also ich habe auch nochmal resoniert mit dem, was da die Kassette ist, ne? Ja. Und gerade bei den, also bei mir, meine Wahrnehmung bei den Gedanken, die sich so, sag ich mal, negative, tief verhafteten Gedanken, so ja. Muster, die ganz tief sind. Ja. Und ich immer wieder denke, die müssen irgendwie, wie gesagt, das ist der Moment, den verpasse ich noch ein bisschen, aber die sind irgendwie mit dieser Geschichte und auch auf zellulärer Ebene, die sind mit der Zelle verhaftet, die sind genau. Mit dem Geruch verhaftet, die sind, weil es kann durch alles Mögliche ja. Ausgelöst werden. Und das geht so schnell, das ist ein Geruch, genau. Das ist ein Auto. Ja. Das ist, und dann ist das Auto zuerst, ist dann die Zelle, die anspringt und dann der Gedanke, ja. Aber da ist eine, und ich habe einfach eine Ahnung, dass eben diese oftmals wiederkehrende, du hast ja davon auch erzählt, so eine negativen Gedanken, dass da eben diese Verhaftung im Körper genau. Irgendwie besonders stark ist, tief, genau. Und dass da natürlich, also mein Weg ist dann die Wahrnehmung, einfach ja. Wahrnehmen. Für mich war das eine Zeit lang nur aus dem, also, oder sehr stark dieses Geistige zu aus der geistigen Sicht zu betrachten, quasi zu sehen, dass da nichts und niemand ist, weil ich ja auch den Körper nicht bin und einfach zu sagen, alles kommt aus dem Bewusstsein und taucht dort wieder ab. Das ist dieses eine. Und dann, wie du sagst, gibt es eben aber auch einen Körper, das heißt, das sind eben Muster gespeichert, das können wir nicht leugnen, es ist so, dass wenn eine Angst da ist, dann kann ich die spüren und dann fühle ich mich blockiert. Wenn ich Angst habe vor der Dunkelheit, dann fühle ich mich blockiert rauszugehen. Oder wenn da Muster aus der Kindheit gespeichert sind, kann ich natürlich erkennen, da ist niemand. Und trotzdem aber kann so ein Muster im Körper noch ablaufen. Und wie du sagst, dann ist es gut, wenn es auf zellulärer Ebene und im Nervensystem einfach gespürt wird und hier sein kann, bis es sich befreien kann und gelöst werden kann. Also das quasi wie beides, also beide Ebenen, dass es quasi freies Bewusstsein ist, wo alles darin erscheint, völlig unpersönlich und gleichzeitig eben doch scheinbar in Person, scheinbar in Ich, also wo das erfahren wird über den Körper, dass beides da ist. Und wenn beides integriert wird oder mit hereingenommen wird, ist es wunderbar. Also die Erfahrung und gleichzeitig zu erkennen, dass es frei ist, dass da nicht zu niemand ist. Und doch aber die Wahrnehmung davon oder das Empfinden davon da ist.
Du siehst aus wie so ein russischer Zar irgendwie oder sowas in die Richtung. Ja. Herrlich. Ich finde das so schön. Steht dir gut. Ich habe manchmal auch noch mit diesem Gefühl für ein Problem. Das scheint bei mir manchmal so wie ein Konzept zu sein. So, oh, jetzt ist Unruhe da. So, jetzt musst du die annehmen. Versuch die jetzt anzunehmen, die darf jetzt so sein. Jetzt darf die so sein. Irgendwie muss mir das nicht. Alles, aus allem kann man ein Konzept machen. Das findet alles statt. Im Moment kann es sein, da tauchen Gefühle auf und die werden einfach wahrgenommen. Und im anderen Moment werden sie einfach nicht wahrgenommen. Und im nächsten Moment ist ein Interesse da, die wahrzunehmen und zu spüren und tiefer zu fallen. Und in einem anderen Moment findet Ablenkung statt oder was auch immer. Und Ablehnung ist aber so in dem Sinne auch okay. Alles. Für diese Weite, die du bist, die hier ist, ist alles okay. Nur du, also nur der Verstand sagt, nee, du musst es lernen, immer bewusst zu sein. Immer bewusst zu sein. Kein Fernsehen gucken, Satsang gucken. Lieber Tee statt Kaffee. Nur so ein... Sei einfach. Dann machst du einfach genau das Gegenteil. Mach mich verrückt. Ich liebe aber Kaffee. Da denkst du, ja, aber eigentlich ist es ja nicht gut. Lieber Tee. Und so geht es den ganzen Tag. Ganz schlimm bei mir. Also. Lass dich einfach sein. Geil, einfach sein lassen. Einfach so sein, wie du bist. Es kommt alles nur aus dem Denken heraus. Als wäre das besser wie das. Es tut so gut zu hören. Nicht dieses streng sein. Das hatte ich schon zu lange in mir. Ich gucke sogar der Bachelor. Ja, das ist auch Leben. Diese streng sein wollen. Mit mir selber. Spirituell sein wollen. Ja. Bei mir ist das noch nicht... Nicht süßes Essen, weil Zucker ist gesund. Ja, halt einfach nicht und... Oh. Also ich mache jetzt Konferenzen ein bisschen, auch in Italien und so. Ja. Ne? Da, zum Beispiel habe ich eine Konferenz gegeben, die haben einen Artikel in der Zeitung geschrieben und die haben das übersetzt mit The Mind heilt den Körper. Ja. So, jetzt gibt es Gedanken, es gibt den Mind, es gibt ganze Organisationen, die sagen, die mentale Akademie so alle wollen mental wirken. Ne? Und die Psychologie, die Psychiatrie die Persönlichkeit. Ja. Ne? Also irgendwie suche ich einfach auch eine Möglichkeit, das zu trennen. Ich habe mich beschwert. Ich habe nie gesagt, dass der Mind den Körper heilt, im Gegenteil. Ja, So, was wir das sind Definitionssachen, aber in dieser Definitionsebene, denke ich, könnte man vielleicht eine klarere Linie ziehen. Und die ist mir noch nicht bewusst oder noch nicht klar. Ist das alles das gleiche? Gedanken, Mind, Mentales, Persönlichkeit, Psychologie, Psychiatrie, ist das alles die Welt, wo etwas verschoben wird, so wie in einem Computer, aber nichts an das Programm ändert. Das heißt, in Teneriffa eine der Psychologen, die einen Kurs besucht hat, sagte, ja, in der Kammer haben sie mir verboten, von Essenz zu sprechen, von Seele. Es ist für die Psychologe verboten, weil sie nur diese Arbeit macht. Ja. Irgendwie suche ich eine Klärung. Ich kann dir sicher nur begrenzt jetzt antworten, weil ich glaube, diese Frage, die du stellst, die ist so komplex oder die Antwort wäre so komplex, dass ich ganz sicher nicht angemessen drauf
antworten kann, und ich glaube, das kann auch niemand, weil ich glaube, da gibt es noch so viel zu erforschen, und vielleicht bleibt da auch sicher ein Teil sehr unerforscht, oder wo ich mitkriege oder spüre, dass es einfach ein Mysterium ist, was wir nicht begreifen können. Aber ich versuche mal trotzdem, soweit es mir möglich ist, zu unterscheiden. Für mich gibt es zum einen dieses zu sehen, eben, dass da nicht so niemand ist, nur dieses Sein, nur Bewusstsein, worin alles erscheint, nämlich ein Körper, diese Gedanken, Empfindungen, das taucht alles auf, im Augenblick taucht wieder ab, hat nichts mit irgendjemandem zu tun, völlig unpersönlich, auf niemanden bezogen. So, und dann gibt es für mich, weil es nur dieses eine gibt, akzeptiere ich oder muss ich anerkennen, dass darin, in diesem Sein, in diesem Nichtssein, die Welt erscheint. Und dazu gehört für mich alles, nämlich im Körper auch das Gefühl von einer Persönlichkeit, von Individuum, von Gefühlen, Empfindungen, Geschmacksrichtungen, diese fünf Sinne, diese unsere körperlichen Sinne, die Psyche, all dieses. Und da gehört auch dazu, dass wir, wenn wir positiv denken, dass es Auswirkungen haben kann auf den Körper oder auf unsere Gesundheit. Ich würde da ganz sicher keine Regel drin aufstellen, weil das nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass das durchaus Wirkungen haben kann, wenn jemand einfach positiv durchs Leben geht und positiv sich verhält, dem Leben gegenüber sich positiv verhält, dass der positivere Erfahrungen macht wie jemand, der immer nur negativ und depressiv ist, zum Beispiel. Aber ich würde es nie sagen, aus dem und dem Grund ist er jetzt krank. Und da fängt es jetzt schon an, okay, ich kann das gar nicht so einteilen. Weißt du, ich kann nicht sagen, okay, der hat jetzt Krebs, weil er so und so gedacht hat. Das könnte ich jetzt nie mehr sagen. Das hätte ich vielleicht früher gesagt, aber das kann ich heute nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, demjenigen, dass der vielleicht, wenn er lernt, offener durchs Leben zu gehen, positiver eingestellt ist, dass der ganz sicher eine andere Wahrnehmung hat, seiner Krankheit gegenüber und seinem Leben gegenüber. Verstehst du, wie ich? Ja, ich glaube nicht, dass negative Gedanken krank machen, sondern die Entscheidungen, was das Wesen trifft. Mhm. Weil für mich sind negative Gedanken und positive Gedanken sind Gedanken, die keine Auswirkung haben. Mhm. Das heißt, ich kann ein negativer Gedanke als Folge eine Entscheidung, nicht in das Jetzt zu sein, oder nicht die Realität zu sehen, nicht die Welt oder die Menschen zu sehen. Und dasselbe mit positiven Gedanken. Was? Dasselbe ist dann auch mit positiven Gedanken. Ja. Da gehe ich auch weg, wenn ich sie mache. Das heißt, dass es wird verwechselt, wenn mein Wesen, meine Seele Entscheidungen trifft, nicht in die Liebe zu gehen. Das machen nicht die Gedanken, sondern das Höhere in mich, denn einfach diese Entscheidung trifft. Und dass die Gedanken sowie positiv und negativ nie eine Auswirkung haben. Das ist, genau, und weißt du, wenn wir auf dieser Ebene jetzt darüber diskutieren, da können wir endlos diskutieren, weil da gibt es Wissenschaftler, die anscheinend bestätigen, dass positive oder negative Gedanken eine Auswirkung haben auf die Zellen und auf das Nervensystem und auf unseren Körper. Gell? Ich glaube, das ist einfach eine Ebene, da wird jeder eine andere Meinung vertreten, der sich damit auskennt oder damit beschäftigt. Und ich mag,
ich bin da gar nicht mehr dran interessiert oder irgendwie noch eine Richtung einzuschlagen oder sagen, so geht's oder so geht's. Für mich ist einfach klar, wenn ich sehe, wie ein Ich entsteht, wie die Welt entsteht durch den ersten Ich-Gedanken, dadurch entsteht die Welt darin, dann weiß ich, dass darin alles möglich ist. Das sind alles Konzepte und die sind für mich total okay. Die sind für mich irgendwie alle stimmig in dieser Welt und zugleich auch unstimmig in dieser Welt. Gell? Und ich kann einfach nur sehen, das läuft alles so ab und letztendlich geschieht, was eben geschieht. Ich glaube, ich bin da nicht die richtige Person, um da genug darüber sagen zu können, glaube ich. Aber ist doch der Titel von heute Abend, ja, ist doch die Aussage, die darauf hingeht. Ne? Das heißt, die Erfüllung, also erfüllt sein im Jetzt. Und da komme ich nochmal auf den Punkt, erfüllt sein im Jetzt ist für mich, wenn wir hier und jetzt sind, da können Gedanken auftauchen. Ganz klar, ich habe nichts gegen Gedanken und auch nicht gegen den Verstand. Ach genau, da wollte ich nämlich noch unterscheiden, dass es eben der Verstand sehr gut ist, der uns zur Verfügung steht mit dem Wissen. Also dass wir eben, dass du eben diesen Computer bedienen kannst, gell? Dass diese Technik hier möglich ist, dafür brauchen wir den Verstand. Dass wir eben solche Theorien verstehen können und anwenden können, dafür brauchen wir den Verstand. Und der dient uns immer im Augenblick. Und was ich meine, wenn ich jetzt hier immer vom Verstand spreche oder von diesen Gedanken, da meine ich eben dieses permanent wiederholende Denken, dieses Kommentieren, diese Vorstellungen, dieses quasi über etwas eine Geschichte zu machen, über so und so ist es, obwohl ich nicht wahrnehme, was im Moment ist. Verstehst du? Also was eine Geschichte kreieren über etwas, wenn ich jetzt sage, sie ist so und so, obwohl ich jetzt gerade im Moment nur wahrnehmen kann, sie sitzt hier auf dem Sofa. Punkt. Mehr kann ich nicht sehen und nicht wissen. Aber wenn mein Verstand etwas kreiert über sie, sie ist bestimmt so und so und da 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 da. Genau. Hexe und was auch immer. Genau. Das meine ich jetzt heute Abend über den Verstand. Und das Erfülltsein im Augenblick können wir nur, wenn hier sein ist. Das heißt, da können Gedanken auch hier sein, aber die Präsenz ist hier. Das heißt, ich kann unterscheiden zwischen, es sind nur Gedanken, aber die Präsenz, dieses Sein ist hier. Und das hat nichts mit Gedanken zu tun, aber darin können Gedanken erscheinen. Und darin können wir jetzt eben Konzepte erstellen oder über irgendetwas sprechen. Das findet aber alles hier statt. Und wenn diese Präsenz permanent hier ist, dann könnte ich mit dir jetzt lange diskutieren oder über irgendein Thema sprechen, aber die Präsenz, die Aufmerksamkeit auf dieses, was ich bin, und noch nicht mal Aufmerksamkeit, einfach nur zu sein, das ist das, was erfüllend ist. Und das braucht gar nichts, noch nicht mal eine Aufmerksamkeit, weil ich bin. Was ich mich dann frage, ich glaube, stimmt, der Verstand, der halt Angst hat, wenn man jetzt die Gedanken, wie man so sagt, ignoriert oder nicht glaubt. So gibt es diese Ansätze, ich glaube keinen Gedanken mehr, zum Beispiel. Ne? Einfach, also liebevoll nicht ignorieren. Weil nicht annehmen, ja, wahrscheinlich ein bisschen zu viel ist. Wie passiert es aber dann, dass die Gedanken, die ich brauche, also die förderlich sind, wie im Computer, dass die dann funktionieren und angenommen? Ja, die sind einfach da. Was passiert dann? Alles geschieht von selbst. Auch die Gedanken, dieses Wissen steht einfach zur Verfügung. Und es kann auch mal sein, dass es nicht zur Verfügung steht im Moment. Gell? Das kann ja auch mal passieren. Mir fällt gerade nichts ein. Aber wenn er jetzt normal funktioniert, dann steht das Wissen einfach zur Verfügung. Ich hole das Handy raus und mache das, schreibe das. Es passiert einfach. Und wenn ich vom Verstand spreche, meine ich einfach dieses darüber nachdenken, Geschichten kreieren, kommentieren, bewerten, verurteilen, Dinge auseinandernehmen. Das hat nie etwas mit dem Augenblick zu tun und mit dem, was wirklich ist.
Und die Erfüllung, die kann nur jenseits von Konzepten sein, dieses Erfülltsein. Und aber die Konzepte erscheinen darin und die sind für mich total in Ordnung, dass auch Konzepte da sind oder was du jetzt angesprochen hast. Aber da merke ich, da ist bei mir zu wenig Interesse da und auch zu wenig Wissen, um da tiefer einsteigen zu können. Die Antwort ist für mich in den Titel. Ja, schön, ja. Genau. Ja, wenn keine Fragen mehr da sind, dann glaube, dann lassen wir das einfach so. Wir lassen den Augenblick. Und vielleicht passiert es, dass der immer mehr gelassen wird, der Augenblick. Dass dieses Erfülltsein vielleicht immer mehr tiefer und einfach so wahrgenommen wird, als dass es schon hier ist, dass es nichts erfordert. Wenn wir den Moment lassen können. Und wir können das nicht tun, aber es kann passieren, dass so ein Lassen geschieht. So ein Loslassen. Fallen lassen, loslassen. Einfach sein. Namaste.